billige Webcam hinstelle und mein Smartphone in der Hosentasche ist, dann doch lieber das Smartphone nutzen. Okay. Nenn mich altmodisch. Ich bin bei einem Online-Kurs, bei einem Trainingsformat, bei einem seriösen Online-Kurs bin ich nach wie vor im konservativen 16 zu 9 Querformat. Okay. Bildung rockt, der Podcast, wo du schon heute etwas über die Methoden und Technologien von morgen erfährst. Von und mit mir, Sandra Mareike Lang. Aber ich möchte ja eigentlich gar nicht nur von zu Hause aus machen, sondern ich möchte auch jetzt gerne mit dem Smartphone unterwegs sein. Was sagst du denn den Leuten? Sagst du dann Ansteckmikro? Ja, nein. Taugen die Dinger was überhaupt? Was ist so deine Erfahrung, die du damit machst? Würdest du das überhaupt empfehlen? Also ich sage jetzt mal, oh, ich habe jetzt spontan Lust, ich gehe jetzt mal live auf irgendeiner Social-Media-Plattform. Klar, das geht wunderbar. Also die neuen Smartphones, die hauen ein Bild raus, das ist unglaublich. Von daher, wenn das Smartphone da, also bevor ich mir eine billige Webcam hinstelle und mein Smartphone in der Hosentasche ist, dann doch lieber das Smartphone nutzen. Okay. Und ich kann auch das Smartphone, kann ich ja auch mit einer App oder bei Apple sowieso. In der Apple-Blase funktioniert es ganz gut, wenn ich irgendwo in der Windows-Welt unterwegs bin oder am besten noch irgendwo Windows und iPhone mische, dann gibt es aber auch Möglichkeiten, wo ich dann auch mein iPhone-Bild auch als Webcam-Ersatz oder überhaupt als hochwertige Webcam nutzen kann. Und das Bild von Handys ist großartig. Also bevor ich mir da irgendwo eine Webcam oder irgendwie die eingebaute Webcam, klar, Handy nutzen, auf jeden Fall. Aber ist es noch so? Man hat ja so vor, ich sage jetzt mal, boah, als es anfing mit Corona, hat man immer noch gesagt, hey, nutze auf jeden Fall nur die hintere. Das ist die bessere Kamera und all sowas. Jetzt habe ich aber durch Zufall von jemandem gehört, dass das totaler Bullshit sein soll, weil die vorderen Kameras auch viel besser geworden ist. Was sagst denn du jetzt? Vordere, hintere, beide? Ich habe jetzt auch schon gehört, es gibt Möglichkeiten, beide Kameras gleichzeitig zu benutzen. I don't know, wie das funktionieren soll, aber bitte? Hintere. Ja, die Kameras sind Okay. besser geworden. Also natürlich, also die hinteren, also die vom Display gegenüberliegenden und auch die am Display, die sind beide besser geworden. Aber grundsätzlich hast du in der, also du hast ja hinten auch, allein wenn du es mal hier anschaust, du hast ja jetzt hier vorne hast du ja allein eine viel, viel größere Linse. Bei dir kann man es jetzt gerade noch viel besser sehen als vorne. Genau. Schau dir mal diese riesen Linsen an. Und jetzt schau dir mal die andere Seite an. Schon allein von der Möglichkeit des Lichteinfalls her hast du ja schon viel, 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 viel mehr Möglichkeiten. Also auf jeden Fall die hintere Linse nehmen, auf jeden Fall. Aber dann wird es problematisch, weil ich sehe mich ja nicht mehr selber. Ja, das ist auch gut so. Naja, gut, aber dann weiß ich ja nicht mehr, nehme ich eigentlich. Also ich sag mal so, ich möchte ja im Bild drin sein. Und ich weiß ja jetzt nicht, wenn ich das Handy so halte, bin ich jetzt im Bild? Oh, also wenn ich das Handy auf Armlänge vor mir weghalte, bin ich dann noch im Bild oder ist dann meine Umgebung viel mehr drauf? Und dann spreche ich da rein und die denken sich auch so, ja, hast du super gemacht, kann gut filmen. Okay, dann lass das dann noch mal kurz tiefer reingehen. Du meinst gerade Video für Social Media, dann sagen wir mal Ja, Instagram zum Beispiel, ja? entweder, ja, genau. Kurzes Reel, kurz Video, irgendwas. Klar ist es dann einfacher, wenn du die Vorderkamera, also wenn du die Displaykamera benutzt, weil du dich einfach kurz siehst, dich kurz filmen kannst und fertig, ja? Bei LinkedIn wäre ich schon wieder anders unterwegs. Da würde ich nur überlegen, okay, dann nehme ich vielleicht ein kleines Stativ mit, baue Okay. mir das Stativ auf und mache einmal kurz eine Probeaufnahme, stelle mich davor, guck mir die Aufnahme an. Natürlich merke ich mir, wo ich genau stehe, mache mir vielleicht eine kurze Markierung am Boden und nehme dann mein Video auf, um halt dann Okay. für LinkedIn oder für, keine Ahnung, für eine Webseite oder für Begrüßungsvideo, für eine Schulung oder einfach die bessere Qualität habe und einfach das hochwertigere Bild habe. Dann kommt die Frage 16 zu 9 oder 9 zu 16? Es kommt drauf an. Mist. Mist. Wofür nutzt du das Video?
Also grundsätzlich, klar, wenn du irgendwo bei Instagram, TikTok, bist du mittlerweile im 9-16-Format unterwegs, also hochkant. Mhm. LinkedIn würde ich maximal auf den Square gehen, also 1:1 oder halt 16:9. Mhm. Da würde ich, Hochformat würde ich momentan noch, ich sage mal bewusst noch, nicht machen. Ah. YouTube dasselbe. Machst du einen Short, dann Hochkant. Machst du ein YouTube-Video, dann Querformat. Großer Vorteil ist auch, wenn du jetzt im Querformat filmst und es auch sehr, sehr ja, in einer hohen Auflösung filmst, dann kannst du immer noch das Format auch Hochkant zuschneiden. Ah, also wie jetzt unsere Bilder hier gerade. Das heißt, wir werden ja auch gerade zusammengestaucht. Ja. Das heißt, wir geben in das Programm ja gerade auch ein Bild, was 16:9 ist, rein. Und das Programm macht jetzt gerade so ein Square, leichtes Hochkantformat. Mhm. Und deswegen, wenn du dir nicht sicher bist oder wenn du irgendwie auch eine cross-funktionale Vermarktung oder Benutzung planst, dann würde ich eher auf Querformat gehen, also 16:9, um dann im Nachhinein zu überlegen, okay, für die Quelle nutze ich es halt für in Querformat und für die andere kann ich es halt dann zusammenschneiden. Aber würdest du dann empfehlen, ich sage jetzt mal aus deiner Profisicht, ich überlege jetzt einen Online-Kurs zu machen und da sollen halt sowohl Live-Webinare drin sein, als auch, ich sage jetzt mal ein bisschen Konserven-Videos. Was würdest du denn da sagen? Würdest du da auch sagen, mach Hochformat oder mach Querformat und mach die am Smartphone, wenn du keine gute Webcam hast, oder mach die auf jeden Fall in dem Setting, in dem du dich wohlfühlst? Was würdest du jetzt den Leuten empfehlen, wenn ich jetzt zu dir komme und sage, du, ich möchte einen Online-Kurs aufnehmen, aber ja. Nenn mich altmodisch. Ich bin bei einem Online-Kurs, bei einem Trainingsformat, bei einem seriösen Online-Kurs bin ich nach wie vor im konservativen 16:9 Querformat. Okay. Das hat aber nichts mit konservativ zu tun, glaube ich. Vielleicht kommt das ja irgendwann. Also ich finde, man hat in einem 16:9, man hat noch mal irgendwie mehr Platz für Gestikulation, man hat auch noch mal Platz, um Inhalte irgendwo einfliegen zu lassen. Also ich fühle mich nach wie vor im 16:9 Format irgendwo flexibler, wohler. Ja. Mhm. Ja, stimme ich dir zu. Also ich kann mir das, bei mir kam die Idee gerade so, stell mal vor, ich würde das Ganze hochkant mal machen. Was das wohl für ein Videokurs würde. Aber was die Leute vor allem auch sagen, die teilnehmen dann, ob die das, und vor allem, ist es sinnvoll, das zu mixen? Also ich sage jetzt mal ein paar 16:9, ein paar 9:16. Ich glaube, das wird dann auch sehr schwierig. Das ist so, ich glaube. Ich überlege gerade mal so aus der Usability-Sicht. Grundsätzlich, du hast dann die Seite, wo dann die Videos drauf sind, mit Vorschaubild, auch im 9:16-Format. Mhm. Und dann scrollst du durch die Videos durch und du brauchst ja ewig, bis du da vom ersten bis zum letzten Video durch bist, oder? Also, ja, vor allem fällt mir gerade ein, die meisten Plattformen haben ja irgendwie sowas wie so ein, ich sag jetzt mal, wie so ein ganz normalen Videoplayer. Da ist ja kein, selbst wenn ich am Smartphone gucke, habe ich ja dann doch trotzdem 16:9 und der skaliert mir das dann etwas anders, wenn ich es dann drehe in dem Bildschirm. Ich stelle mir das gerade schräg vor. Also, das die ist total spannend gerade, der, ja klar. Mhm. So, weißt du, cool fände ich es. Wenn da künstliche Intelligenz sagen würde, hey, der Benutzer guckt gerade am Smartphone, angeblich gucken ja, da bin ich oldschool, angeblich gucken ja immer mehr Leute am Smartphone ihre Online-Kurse. Ich gucke die mir maximal auf dem iPad an, weil jetzt ehrlich, ich bin kurzsichtig. Das ist nicht meine Größe. Also so eine normale Bildschirmgröße von so einem Smartphone und ich mag kein halbes iPad am Ohr hängen haben, also so ein Max. Es wäre aber schön, wenn so eine künstliche Intelligenz runterrechnen könnte, hey, cool, die guckt jetzt am Smartphone, dann mache ich hier ein Hochkant-Video raus. Wo geht das dann? Ist die Frage, was du bald einblendest noch oder was du noch irgendwo an Inhalten drin hast. Ja, genau, das ist ja auch. Der einfache Weg wäre vielleicht, das Smartphone einfach zu drehen. Dann ja, das ist wohl auch mal. Das ja auch wieder anschauen. Aber ich gucke, wie gesagt, ich gucke meine Online-Kurse never ever am Smartphone. Das ist mir alles zu ipselig und zu klein. Nee, wäre auch nicht meins. Aber, also, ja.
Also der Trend soll da hingehen. Du hast aber gerade gesagt, du mit LinkedIn, das interessiert mich jetzt mal. Da bohre ich jetzt nochmal nach. Meinst du, bei LinkedIn kommt auch irgendwann das Hochformat? Ich bin mir da unsicher, wenn ich so in meine Glaskugel reinschaue. LinkedIn hat ja auch mal kurz das Reel-Format eingeführt für, wie lange war es? 3 Monate, wenn überhaupt. Und mir ist das Herz in die Hose gerutscht. Oh, bitte, bitte, bitte keine Reels. Weil ich das, genau das auf dieses Tanzen. Also ich schaue mir das teilweise sehr, sehr gerne an, wenn es so Richtung Instagram geht oder TikTok. Aber das halt selber zu machen, da bin ich nicht der Typ dazu, jetzt unbedingt. Ja. Von daher, ich glaube, sie haben es probiert. Vielleicht kommt es noch mal irgendwann. Ich denke nicht, dass es jetzt im nächsten Jahr wird es, glaube ich, nicht kommen. 2023 wird es nicht kommen, meiner Meinung nach. Vielleicht liegt es auch daran, dass die Altersklasse bei LinkedIn eine etwas andere ist. Obwohl bei Instagram ist es ja auch bunt gemischt. Da sind es ja von bis. Aber ich habe so den Eindruck, bei LinkedIn sind schon, ohne das jetzt böse zu meinen, Ältere. Also was auch immer man unter Ältere versteht. Also ich sag mal so, nicht mehr die 14, also das sind mit Sicherheit nicht die 14 bis 20-Jährigen, die dann so gerne tanzen. Es ist halt ein Business. Es ist eine Business-Plattform. Also ich müsste halt zumindest schon mal irgendwie einen Job haben, um da aktiv werden zu können. Beziehungsweise Netzwerkaufbau kann ja auch schon im Studium beginnen. Ja, trotzdem, ich sehe es nicht tatsächlich. Okay. Noch nicht. Aber jetzt haben wir aber immer noch die Frage nicht geklärt, würdest du es empfehlen, zu Hause am Rechner oder auch durchaus mal, was ja auch eine Überlegung sein kann, am Smartphone, um ein bisschen Abwechslung reinzubringen? Also, es sei denn, du hast eh keine Webcam, da hast du ja vorhin gesagt, man sollte dann das Smartphone per se nehmen, aber was würdest du denn jetzt so als falls es da so einen allgemeinen Tipp gibt, ich glaube eher nicht, aber egal. Rhetorische Frage. Ja, genau. Was würdest du sagen? Was willst du rüberbringen? Wo kannst du deine Werte am besten transportieren? Also wenn du sagen wir mal, Thema Yoga kann in meinen Augen sehr gut funktionieren mit Natur, mit wechselnden Orten, mit auch Hintergrundgeräuschen, wie ein Fluss, wie Vögel rauschen vom irgendwas. Ich glaube, es kommt so ein bisschen drauf an, was du wirklich vorhast. Und da gilt es dann einfach näher reinzuschauen, was passt auch wirklich zu den Inhalten, die du rüberbringen willst und wie hast du es vor. Und da kann das funktionieren, muss nicht funktionieren. Okay. Also auch wieder alles persönliches Geschmackssache. Ja, Geschmackssache, beziehungsweise wenn ich jetzt irgendwie ein ernstes Thema habe, was ich irgendwie rüberbringen möchte, ist jetzt vielleicht dann auch irgendwo, wenn ich irgendwo was jetzt mal irgendwie nicht irgendwie über die Kirmes laufe und ein Video aufnehme, vielleicht nicht ganz passend. Also auch wieder ja. dieses Zusammenspiel vom gesagten Wort zum Bild. Aber ich sag jetzt mal, ich nehme mal an, du hast irgendwo, stell mir jetzt jemand vor, der hat ein Haus im Garten, mit einem Garten und viel Grünfläche und der sagt dann, hey, ich nehme das in meinem Garten einfach mal auf. Das würde doch dann wieder gehen. Kann funktionieren, auf jeden Fall. Kann funktionieren. Na gut, du hast Hintergrundgeräusche drin. Ja, das ist gut, die kannst du nicht immer so kontrollieren. Genau, also du hast Hintergrundgeräusche, du hast Licht, was du nicht kontrollieren kannst. Klar, da macht das Smartphone halt ziemlich viel selber. Ton kannst du da auch so ein kleines Mikrofon hier irgendwie dran stecken mit dem Kabel zum Smartphone. Funktioniert auch wunderbar. Also technisch ist das alles möglich. Die Frage ist halt, unterstützt mich das im gesagten Wort. Okay. Also, wichtigstes Learning ist wohl immer das gesagte Wort unterstützen und natürlich die Message, die du mit dem Wort überbringen willst. Ja, grundsätzlich erstmal ja, natürlich kannst du auch wieder reingehen, dass ich halt bewusst halt im Hintergrund irgendwas veranstalte, was halt nicht zum gesagten Wort spricht. Also so das typische Anti-Beispiel ist so, wie hieß sie, unsere letzte Verteidigungsministerin, die ihr... Ja.
ihr Interview über den Ukraine-Krieg geführt hat. Silvester und die Raketen sind im Hintergrund hochgeflogen. Ja. Ja, schwierig, ja. Und, ja. Und da halt sich das bewusst zu machen, was der Hintergrund, was das komplette Bild von Hintergrund, Ton, Kleidung, Licht, was das aussagt, also was das für eine Kraft hat und damit reinspielt. Wenn man sich dem bewusst ist, dann hat man da eine total tolle Spielmasse, mit der man arbeiten kann. Okay. Klingt sehr spannend und vor allem auch, sich dem Ganzen erstmal bewusst zu werden. Und da finde ich es ja schön, dass man da zu dir kommen kann und sagen kann, hey, mach mir das erstmal bewusst. Weil, ja, ich denke immer, das geht immer noch vielen. Oder hast du die Erfahrung gemacht, naja, wir sind ja jetzt in 2023, wir haben ein paar Jahre Corona jetzt hinter uns, jetzt können es ja alle. Hast du den Eindruck, die können es alle oder hast du den Eindruck, nein. Also die Bilder, die sich, also die Webcams, die von unten in die Nase filmen, die werden weniger. Das ist schon mal schön. Ja, ja, stimme ich genau. Zu. Aber grundsätzlich, also ist die Frage ja, wie willst du auftreten oder wie willst du dich auch von einer möglichen Konkurrenz, von MitbewerberInnen abheben? Mhm. Und nicht das geht aktuell immer noch nach wie vor sehr, sehr gut mit einem Videobild. Okay. Also ich vergleiche es immer so ganz gerne mit, angenommen, du bestellst einen Rechtsanwalt oder hast einen Termin beim Rechtsanwalt für Online-Recht, keine Ahnung, irgendwas in der Richtung, ja. Und der Rechtsanwalt fährt vor mit einem Golf 3, der so ein bisschen, der Auspuff hängt schon so ein bisschen runter, röhrt schon so ein bisschen, ist die Frage, würdest du denken, ah ja, cool, ist ja ein cooles, nachhaltiges Standing oder kommen da eher so Gedanken? Oder sind das eher so die Gedanken, der scheint ja wohl nicht so ganz erfolgreich zu sein? Ja, da gebe ich dir recht. Ja. Also was so früher der Firmenwagen war, wo ich beim Kunden vorgefahren sind, ist in der heutigen Zeit in meinen Augen das Videobild. Wenn ich mich irgendwo bewerbe, wem auch immer, wenn ich mit einem sauberen Videobild, mit einem professionellen Videobild auftrete, dann unterstützt das meine Expertise. Mhm. Oder im besten Fall ist halt dann auch das Videobild auf einer Ebene mit der eigenen Expertise, dass halt da auch kein Gap drin ist. Wenn ich jetzt irgendwie ein hochkarätiges Videobild habe, aber von Tuten und Blasen keine Ahnung, dann auch wiederum schwieriger Gap. Naja, vielleicht finde ich noch jemanden, der das da bedienen kann und mir helfen kann. Weißt du, so, keine Ahnung, weil ich stelle mir das wirklich schwer vor, wenn du, ich sag jetzt mal, ich kenne das, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich habe ganz oft mit Frauen die Gespräche und dann darf ich mir anhören, ja, Technik liegt mir ja nicht. Ich treffe ja, weniger auf Männer, die das von sich behaupten, gibt es auch, aber viel, viel weniger. Vielleicht geben die anderen es auch nicht zu, I don't know. Aber ich treffe ganz oft auf Frauen, die sagen, die Technik liegt mir eh nicht. Das macht entweder mein Mann oder das macht der und der für mich. Hauptsache, ich muss mich nicht drum kümmern, weil das ist alles so schwierig. Und jetzt kommt so jemand zu dir und sagt dir genau das. Was machst du denn mit dem? Sind alles Glaubenssätze. Technik liegt mir nicht. Meine Stimme klingt komisch. Ich mag mich nicht in der Kamera anschauen. Ja, genau, ja. Ich kann doch nicht in diesen schwarzen Schlitz da schauen von der Kamera. Das kann ich, das geht nicht. Ich muss ja Verbindung aufbauen mit meinen Teilnehmenden. Und also genau, da geht es darum, auch diese Glaubenssätze aufzulösen und zu gucken, okay, wie können wir das jetzt mal zur Seite schieben, mal für so eine Session und wie können wir da Schritt für Schritt die Sachen aufbauen und ja, da wirklich auch eine, ich will nicht sagen, jetzt eine Technik-Affinität aufbauen. Darum geht es ja in den meisten Fällen gar nicht. In den meisten Fällen geht es ja darum, den eigenen Arbeitsplatz bedienen zu können. Punkt. Ja. Das ist jetzt auch kein Hexenwerk. Das sagst du. Aber für viele klingt das schon mal, oh, jetzt haben die was von Spiegelreflexkamera gesagt. Oh, von Blende. Das muss ich ja alles einstellen. Mhm. Gut, jetzt weiß ich, dass du einem hilfst. Aber trotzdem ist es ja so, es kommt erstmal so wie so eine, boah, ich fühle mich überwältigt. So kommt das, glaube ich, bei vielen Menschen dann an. So, boah, und das soll ich alles können? Und ja,
Was sagst du denn dann? Es sind viele, viele Kleinigkeiten, die halt zusammenkommen. Und man muss sich bewusst sein, dass mit mehr Technik erstmal so eine kleine Delle in der Performance stattfinden wird. Mhm. Aber den Schwung aus der Delle wieder mitzunehmen, das ist dann im Prinzip dieser Magic-Moment, den man dann wieder nutzen kann. Und natürlich mit meinen KundInnen, weiß ich nicht, okay, brauchst das und das und das und das, Mikrofon, Teleprompter aufbauen und wir starten los. Es ist ja auch dann Schritt für Schritt. Also auch wenn dann eine Einkaufsliste auf dem Tisch liegt und das so ein Riesenpaket dann ins Haus kommt, heißt es ja, also dann geht es halt Schritt für Schritt dran, die Sachen zu implementieren und nicht alles auf einmal zu machen. Also du plädierst auch dafür, selbst wenn du dich entscheidest, hey, wenn du das, ich sag jetzt mal, das nötige Kleingeld hast oder wenn du Interesse daran hast, dann auch aufzurüsten, weil du brauchst ja dann auch, du hast wahrscheinlich auch Softboxen, du brauchst ja dann auch Softboxen eventuell oder du brauchst halt irgendein schönes Licht, was ein schönes Licht auf dich wirft, das machen meistens die Softboxen. Mach das Stück für Stück und erweitere dein, ich sag jetzt mal, dein Equipment Stück für Stück und nicht gleich so, ich hab's jetzt mal, Thomas, ich hab's jetzt mal hier hingestellt und du machst das jetzt. Also klar gibt's die Fälle auch, die da voller Motivation dabei sind und kaufen. Es ist halt ein Zeitinvest, der dahinter steht. Ne? Also das ist halt wie, fällt mir gerade kein passendes Beispiel ein. Ja, Punkt. Das war der zweite Teil meines Interviews mit Thomas, den letzten und dritten Teil. Hörst du dann in der nächsten Woche? Komm gerne in mein Newsletter und ich sage bis demnächst, deine Mareike.